So, meine Freunde, damit ein allerherzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pikachu. Ich habe es endlich auf die Reihe bekommen. Wir haben alles soweit. Das Spiel, die ersten Teile, rendert die ersten zwei Folgen. Und heute geht's weiter mit unserem Spiel. Wir machen uns heute auf Richtung Vertania-Wald, würde ich mal so spontan sagen. Oh, guck mal, die hat ein Mirapla. Oh, wie niedlich, dein Pokémon sitzt auf dir. Mir wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ich führe mein Pokémon lieber eine Runde spazieren. Mirapla! Öffne einfach das Spielmenü mit dem X-Kampf und schau dir dein Team an. Hast du dein Pokémon ausgesucht? Dann werde die Option aus dem Pokéball holen. Und schon begleitet sich auf deiner Reise. Schade, ich wollte dir eigentlich was zeigen, aber das ist mit den Pokémon, die du gerade im Team hast, ein bisschen schwierig. Komm doch einfach wieder, wenn ein paar andere Pokémon ist. Naja. By the way, das ist übrigens die Arena hier. Pokémon Arena von Vertania City. Hier können wir aber noch nicht rein. Diese Pokémon Arena ist dauernd geschlossen. Wer wohl der Arenaleiter ist? Ich habe eine Vermutung. Also viele natürlich, die Pokémon Gelb und so kennen, Rot-Blau-Gelb kennen, wissen natürlich, wer der Arenaleiter ist. Für die Leute, die es nicht kennen, ich werde es natürlich nicht sagen. Es ist natürlich noch ein kleines Geheimnis. Es dauert auch noch eine ganze Weile. So, jetzt sind wir auf der Route 2. Und wir haben einen Raupi, ein neues Pokémon. Und daneben direkt ein Hornlio, ebenfalls ein neues Pokémon. Die Pokémon, die wir noch nicht haben, die werden wir uns natürlich auch direkt holen. Jawohl. Klappt soweit. So. Alles wunderbar. Unser Raupi ist gefangen. 9 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich nicht viel, aber besser als ja nicht. Für Raupi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Berührt man die Fühler auf seinem Kopf, so wird er sich zu schützen, indem es einen penetranten Geruch absondert. Okay, das brauchen wir natürlich noch nicht. Wir fangen erstmal das Raupi. Das ist das Raupi hier. Wir werden natürlich erstmal. Jawohl, hab's ohne Probleme gefangen. Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Das war so in der ersten Folge, war das natürlich der Fehler, aber hier funktioniert das Ganze. So, Honey wurde mein Team aufgenommen, das wird es aber natürlich nicht bleiben. Pokémon Box, da ist es. Ich will. Obwohl Raupi als eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Also das Smetbo, das ist auf jeden Fall. Habe ich privat schon gehabt. Ist ein gutes Pokémon, definitiv. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So, jetzt mal die beiden Pokémon rausnehmen. Energiebonbon und Flottbonbon. Komm, ich zeige euch mal, wie das mit den Bonbons funktioniert. Ihr geht auf Bonbonglas. Und habt natürlich jetzt Bonbons. Initiative, Pikachu, rauf damit. Seht ihr gerade die ganzen Werte, die werden natürlich um einige stärker. Kann natürlich alles vollballern hier. 37 Initiative, Kriegsbonbon, Spezialangriff. Das finde ich gerade schon gar nicht mal so schlecht, weil Spezialangriff, Elektroattacken sind in Spezial. Nicht physisch. Energiebonbon erhöht den KP-Wert. Auf jeden Fall, mittlerweile ist Pikachu bei 31. 32 und Stärkebonbon erhöht den Angriff. Auch für Ruckzuck-Kick oder beziehungsweise Doppelkick ist das durchaus gar nicht mal so schlecht. So. Damit habe ich gerade schon erstmal die ganzen Bonbons bekommen, auf jeden Fall. Das ist immer gut. So, und wir machen uns heute auf in den Vertania-Wald, liebe Leute. Moment, ich krieg noch gerade eine Nachricht rein. Das ist gerade mal so. So, wie der Fall zwischen Sound vorkommt. Das kann zwischendurch bei Facebook sein, die sich da mal melden. So. Beziehungsweise auch YouTube. Ich habe diverse YouTuber auf Glöckchen. Das heißt. Da. Gut, dann geht's los. Ein Käfersammler.
Oh, guck mal, ein Pikachu und ein Raubi. Meine Freunde und ich wollen die Käfer-Pokémon fangen. Sie sind ganz hebelig, weil sie sich so auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Guck mal, wir haben ein Pikachu. Aber wir haben ja. Oh, der spricht sogar. Aber ich werde dieses Pikachu natürlich auch ins Team, nicht ins Team nehmen, weil wir haben ja einen Pikachu. Es ist das erste Mal, dass ein Pikachu, ein Pokémon ausgebrochen ist. Ich zeige euch, was gerade wieder mit den Bären funktioniert. Ihr nehmt die Nana-Bäre, wird es ruhiger. Hier nehmt es. Und Panera. Was bist du drin? Bleibst du mal drin, Kollege? Das wäre... Jetzt mag mich nicht. Jetzt will nicht. Du frisst mir gerade ein bisschen wie Pokebälle, Kollege. Das ist aber jetzt gerade nicht gut. Naja, einmal fabelhaft. Oder einfach fabelhaft. Warte mal. Jetzt ist es drin. Wunderbar. Pikachu wurde ins Team aufgenommen, offiziell. Oh, ein Kokuna. Das habe ich noch nicht. Der ist böse verzogen. Upsi. Der ist zu kurz. Jetzt. Ja, es ist immer noch mit so einem Ziel. Auch ein bisschen Zielvermögen. Ja, das ist jetzt gerade nicht so, so einfach. Großartig, wunderbar. Kommst du, bleibst jetzt drin? Bleibst du drin? Bleibst du drin? Bleibst du drin? Nein, bleibst du nicht drin. Ja, mei. Kokuna. Mach mir doch nicht jetzt den Ärger, den. Ja, ich könnte jetzt eine Dings einsetzen. Natürlich auch eine Bäre einsetzen. Gucken wir mal gleich. Ja, mei. So, jetzt. Schau mal hier. Hier, nimm mal den. Nimmst du den, nimmst du den. Das ist Kokuna, regt mich gerade ein bisschen auf. Na, endlich. Das dauert immer ein bisschen. Seine Pikachu wird natürlich stärker. 43 Erfahrungspunkte haben wir jetzt gebracht. Wunderbar. Und einen neuen Pokédex-Eintrag, liebe Leute. Oh, guck mal. Das dürfte ein Trainer sein. Nein, ich habe kein großes Pikachu dabei. Ich habe aber... Eigentlich war es gerade nicht der Plan, den Trainer anzugreifen. Also mit dem Trainer zu kämpfen, sondern... Eigentlich war es eine andere Absicht, weil jetzt eigentlich das, wollte auf das Hornio, was dann geht. Dann soll er jetzt mit. So. Bye bye, Radfratz. Das hat sich schon erledigt. Ich muss dringend mal irgendwie mal auf, anfangen, mein zweites Pokémon zu fangen. So, Team. Vor allem mal die anderen rauswerfen. Level 6 ist ja schon.
Ein Flottbonbon oder ein Robustbonbon? Robust sollte eigentlich tatsächlich die Verteidigungsseite werden. So, am Anfang ist es noch relativ leicht. So, dann habe ich hier noch ein Hornio. Ein, glaube ich, ein winziges müsste das sein. Ja, rot müsste dann, also wenn dann dieser Kreis rot ist, dann ist das riesig. Und das holen wir direkt auch mit dem ersten Ball. 37 Erfahrungspunkte gibt es das. Und das ist Level 10 für Pikachu. Aber auch da werde ich wieder das Spielchen machen wie vorher auch. Ich möchte es noch nie. Ich möchte noch kein Team. Ich weiß, dass ich. Wir sind in der dritten Folge und ich habe noch keine Ahnung, was für ein Team ich nehme. So, weg mit dem Viecher, den Professor. Ach, ein weiteres Flottbonbon. Und da oben ist ein weiterer Käfersammler. So, ein weiterer Trainer. Der gute Jabert. Mit einem Hornio. Dann geh mal drauf. Mit einem Donnerschock. Das sollte kein Problem sein. Haben wir auch geschafft ohne Problem. Weiter. Da ist nämlich ein Item. Und zwar ein Mini-Pilz, den man, glaube ich, verkaufen kann. Mit einem relativ kleinen Betrag, aber den kannst du zumindest. Ein Mirapla, ein Raupi. Quatsch, ein Topsi. Größtenteils gibt es hier immer nur die gleichen Pokémon. Ne? Da ist ein Saftcall, das habe ich noch nicht. Scheiße. Das ist mir gerade abgehauen. Ein weiteres Item, ein Gegengift diesmal. Sind meine die gleichen Pokémon. Ich brauche aber. Was ist ein Zefcon? Das war's, was ist was ein riesiges. Warte mal, ich muss jetzt hier raus gerade. Ein Pikachu, ein weiteres, okay. So. Dann geht's wahrscheinlich hier unten weiter und da ist ein weiterer Trainer. Jawohl, du hast auch ein Pokémon. Dann lass es kämpfen. Natürlich noch mal das. Dieses Raupi sollte für unser Pikachu eigentlich nicht allzu große Probleme darstellen. Aber es passieren auch manchmal unvorhergesehene Dinge, die ich nicht bedenken kann. Ja, bedenke. Das muss ich richtig. Also wir schauen mal. Ein Pokéball. Drei Himbeeren. Okay. Nehmen wir doch mit. Du möchtest nicht kämpfen, sondern nur quatschen, oder was? Ich wollte einen Pokémon fangen und habe einen Pokéball nach dem anderen geworfen. Doch, dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Ja, das ist durchaus wichtig. Es ist nämlich scheiße, wenn man sein Lieblings-Pokémon vor einem stehen hat und dann keine Pokébälle mehr hat. Ist mir tatsächlich auch schon sehr oft passiert. Entschuldigung, weißt du, ob in diesem Wald Bisasamen leben? Tatsächlich, ja. Es gibt tatsächlich Bisasamen, wilde Bisasamen in diesem Wald. Aber ich glaube, die sind sehr, sehr selten. Ansonsten zeige ich euch nachher, wo ihr eins bekommt, falls ihr das ins Team nehmen wollt. Ich bin nämlich tatsächlich überlegen, ob ich eins ins Team nehmen soll. Aber irgendwie würde ich gerne mal wieder Pokémon ins Team, die nicht allzu häufig dabei sind. Statt halt immer die gleichen Pokémon, wie sie sagen, wie man da. Ich muss mal gucken. Ich
15 Erfahrungspunkte. Wir haben alle momentan nur so ein bisschen Crap, aber das kann sich natürlich oder wird sich auch sehr schnell ändern. Das kann ich euch versprechen. So, da haben wir nichts Neues. Ich brauche unbedingt noch einen Saftkorn, weil Saftkorn ist das Einzige, was ich noch nicht habe. Da ist ja weiter ein weiterer Trainer. Ja gut, ich brauche eh Training. Nämlich schon allein auf den ersten Orden, den wir wahrscheinlich in der nächsten Folge angehen. Weil Rocco, ja, ist ja ziemlich bekannt. Und du könntest unser Pikachu ein bisschen deine Probleme bekommen, aber wir sind ja gut, noch gut ausgerüstet mit dem Doppelkick. Das Kokuna hat es weggesteckt, tatsächlich. Ich gehe mal davon aus, dass wir es tatsächlich wirklich in die nächste Folge übernehmen. Dann Rocco angehen. Erfahrungspunkte. Na, wie gesagt, ich habe da keinen Bisasamen gesehen, tatsächlich. Das ist auch ein Raupi. Da muss man manchmal genau hinhören. Manchmal kennt man am Ruf, welches Pokémon da gerade auftaucht. Ein Trank. Ja, wir sind ja bald in der nächsten Stadt. Ich gucke mich nochmal hier ein bisschen weiter um. Den habe ich gerade besiegt, ne? Ja. Oh, ein riesiges Pikachu. Die habe ich schon mal angequasselt. Aber ich glaube, dann haben wir auch alles gesehen. Müsste eigentlich. Das war ein Raupi. Und da ist ein weiterer Trainer. Nicht ganz alles gesehen. Na gut, wer den Vitania-Wald kennt, ne? Der weiß ja, wie das Ding aufgebaut ist. Ein Topsy. So, bye bye Raupi. Topsy. Momentan echt noch nur einzelne Pokémon und teilweise so ein bisschen so kleine Nulpen. Also noch nie nichts Gutes momentan. Da ist ein Raupi aufgetaucht. Aber dafür spinne ich mal gerade. So, viele Trainer müssten hier auch nicht mehr sein. Ich gucke mich gerade hier um. Genau, hier liegt noch ein Item. Am Zweifel immer ein bisschen durchgucken, ob wir nicht irgendwo noch ein Item versteckt sehen. Ich kenne tatsächlich auch nicht, ob wir wirklich versteckte Items haben. Ich glaube, eins ist noch. Saftkorn. Den habe ich noch nicht. Der fehlt mir noch auf meiner Liste. Jetzt komm, ich bin beim ersten Versuch. Wahrscheinlich genauso zäh wie das Kokuna, was wir dann heute schon hatten. Ein Tabelabwurf. Sehr schön. Ja, weil haben's. Es. 29 Erfahrungspunkte. Noch nicht für Level 11. Natürlich dauert das jetzt immer mit jedem Level länger, bis wir bis wir mit Level aufsteigen. Am Anfang geht es immer relativ schnell, aber danach wird es ja immer ein bisschen was länger. Ich konnte mehr Kaffee gebrauchen. Ich hoffe, ich habe so viel Kaffee gerade. Jetzt habe ich mir voll meine Aufnahmepause zwischen der dritten Folge. Ist ja hier quasi jetzt Aufnahme, ist neue Aufnahmesession, die eine Folge jetzt hier. Alles Level 3, ja, das ist das Problem. Es ist noch nichts wirklich Gutes. Adios, bye bye. Liebes Saftkorn.
So, ja, ich bin voll stark, das weiß ich auch. Oh, guck mal, wie viele Pokémon hier rumlaufen. Das ist nicht das, was ich will. Also ich habe zumindest alles. Also das, wie gesagt, die sind sehr, sehr selten, aber ich, wie gesagt, ich zeige euch später, wo ihr eins findet. Ihr kriegt auf jeden Fall eins im Laufe des Spiels. Ihr hört die WP eines Pokémon, das gehört seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Genau so ist es. Das kennt ihr auch aus Pokémon Go. Wie gesagt, das Spielprinzip ist quasi dasselbe. So, und damit ein herzliches Willkommen erstmal in Mamoria City. Der nächste. Ah, du kommst wie gerufen. So, so. Wusstest du, dass es eine Pokémon-Arena gibt? Natürlich weiß ich das. Ich kenne mich ja hier ein bisschen aus. Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg dran vorbei. Genau. Schau an, Joel ist auch schon ganz heiß auf deinen Arena-Kampf. Stimmt es doch, oder? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier. Cool. Ich schenke jetzt einfach mal ein paar Tränke. Ja. Ich wollte auch in die Medizintasche. Ich war in Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf deinem Weg zum Pokémon-Liga. Also viel Glück euch beiden. Ihr schafft das. So, da Dümmer. Für die meisten Leute hier in Mamoria City ist das Training von Pokémon nur ein Hobby. So wie für die Käfersammler. Aber Arena-Leiter Rocco ist da ganz anders. So, was haben wir hier? Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokebälle zu kaufen. Ja, das stimmt wohl. Gut, dann machen wir das mit dem, wie gesagt, den Arena-Leiter-Kampf machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir sind nämlich schon wieder so ein bisschen am Ende. Wir reilen uns jetzt unser Pikachu. Und dann. Oh, das Softcore ist ja jetzt irgendwie noch mit reingerutscht. So ein Scheiß. So. Das ist eigentlich nicht so der Plan gewesen. So, Team. Safcon. Dich muss ich leider aus dem Team entfernen. So, ein bisschen Pokémon brauchen wir, deswegen behalten wir das Softcoin auch. Schicken wir das nicht an den Professor. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und dann gehen wir so langsam in Richtung Arena. Zu den ersten Arena-Kampf. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.